Direkt am S-Bahnhof Gartenfeld entsteht ein neues Wohnquartier. Ihr habt es sicherlich schon gesehen. Ich habe mich heute hier bei Spandau bewegt mit Eva Weiß, der Geschäftsführerin der WUWOG, die hier baut, und Nadine Deiwig aus der Stadtplanung im Bezirksamt verabredet, um euch die Baustelle, aber vor allen Dingen das neue Wohnquartier einmal näher vorzustellen. Kommt mal mit. Grüß dich, Frau Weiß. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben. Herzlichen Dank. Wir gucken heute uns Ihr neues Bauprojekt hier an in der Siemensstadt. Ja. Wollen wir da mal gucken? Ja, dann mal los. Super. Ja, hier ist ja schon mächtig viel am Entstehen. Wir haben ja letzte Woche hier gemeinsam Richtfest gefeiert. Ja. Was passiert denn jetzt hier? Also hier entsteht ein Wohnquartier mit knapp 1000 Wohnungen, davon ca. 20% gefördert, also knapp 200. Und eine Kita für über 100 Kinder. Na, und wir bauen ja dann auch noch einen Kinderspielplatz, habe ich gelesen. Ja, der hat insgesamt 2600 Quadratmeter, ja, das ist also ordentlich. Sehr riesig, genau. Ja, schön, also damit hier auch die neuen Familien in der Siemensstadt sich wohlfühlen. Ja, das ist uns natürlich immer wichtig, dort auch ein qualitativ hochwertiges Wohnumfeld zu schaffen, ja. Weil die Menschen sollen ja hier sich dann auch bewegen und das wohlfühlen, als ihr Zuhause ankennen. Richtig. Glücklich wohnen, genau. Sollen sie. Genau. Ja, Frau Weiß, jetzt sieht das ja eigentlich schon richtig fertig aus. Können wir morgen einziehen oder wie läuft das? Na, noch nicht ganz. Also ein bisschen brauchen wir noch. Wir haben tatsächlich Mitte letzten Jahres ja begonnen und wir brauchen noch ungefähr bis Ende 2024, bis wir wirklich komplett fertig sind. Ein paar Gebäude werden etwas früher fertig sein, da sind ja auch schon Fenster drin, aber etwas werden wir noch brauchen. Okay, und dann geht's mit der Vermietung los. Ganz genau. Sehr gut. Und jetzt habe ich jetzt gelesen, es wären die Dächer grün. Ja, genau. Das freut uns natürlich als Bezirk. Ja. Aber ist das jetzt so, wir machen mal so ein bisschen grün drauf oder ist das ein Herzensding von Ihnen? Nein, das ist tatsächlich eine Herzenssache für uns, weil wir uns schon auch immer sehr darum kümmern, dass der Biotopflächenfaktor eingehalten wird und dass wir hier keine Betonwüste schaffen, sondern tatsächlich ein lebenswertes Wohnquartier. Deswegen werden alle Flachdächer hier begrünt. Wir haben 10.000 Quadratmeter Dachbegrünung. Und wir haben 16.000 Quadratmeter Grünflächen, die wir innerhalb des Quartiers abbilden. Die werden sehr naturnah gestaltet. Wir pflanzen 40 Bäume neu. Also von daher hoffen wir, dass dann hier ein lebenswertes Umfeld entsteht, wo die Menschen sich auch gerne aufhalten. Das freut den Bezirk. Im Laufe des Verfahrens gab es mehrere Herausforderungen für uns zu bewältigen. Neben den Siemens-Arbeitnehmergärten befanden sich auch 10 Kleingärten auf der Fläche. Der Bezirk musste für diese Parzellen einen hundertprozentigen Ausgleich schaffen und die Flächen wurden mittlerweile an anderen Stellen im Bezirk zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde der Investor zur Finanzierung der Grundausstattung dieser Ersatzgärten verpflichtet. Schließlich musste auch das Thema Lärm mit dem Bebauungsplan bewältigt werden. Mit der Siemensbahn, die wieder reaktiviert werden soll, kommen in Zukunft weitere Lärmquellen auf uns zu. Hier wurde deshalb ein lärmrobuster Städtebau geplant, der sich in das Quartier hinein öffnet. Jetzt sind wir am anderen Ende des Baufeldes angekommen. Riesig, aber irgendwo müssen ja 1000 Wohnungen untergebracht werden. Das stimmt, ja. Aber hier sieht man jetzt auch tatsächlich ganz gut die Verbindung zwischen Alt und Neu mit den Kleingärten. Da drüben war der Flughafen Tegel. Jetzt nicht mehr. Stille, hoffentlich, mal von den Baggern jetzt im Hintergrund abgesehen. Ein großes Plus für die neuen Siemensstädterinnen und Siemensstädter, oder? Ja, das ist immens wichtig, weil natürlich gehört zu guter Wohnqualität auch ein entsprechender Umgang mit dem Lärm und dem Schallschutz. Deswegen hätte das so nicht entstehen können, wenn nicht der Flughafen Tegel tatsächlich geschlossen hätte. Von daher sind wir natürlich sehr froh, dass wir die 1000 Wohnungen jetzt hier so bauen können. 1000 Wohnungen sind eine Menge Menschen. Ja. Reden wir über Verkehr. Wir sind ja noch weit davon entfernt, hier eine U-Bahn oder auch die S-Bahn. Kommen wir gleich noch mal dazu zu haben. Also, wir brauchen irgendwas anderes. Stichwort Autos, Stichwort Parkplätze. Also wie schaut's aus? Ja, das hier ist also kein autoarmes Quartier, sondern das ist tatsächlich, hier haben wir Stellplätze abgebildet, die meisten in der Tiefgarage untergebracht, damit die eben nicht einmal quer durchs Quartier fahren müssen. Aber wir haben natürlich auch oberirdisch verschiedene Stellplätze für Besucher oder für Kurzzeitparker angeordnet. Also insgesamt ist das alles hier abgebildet. Mir ist ja Elektromobilität sehr wichtig. Wie schaut's bei Ihnen im Quartier aus? Kann ich mein E-Auto bei Ihnen laden? Ja, können Sie. Auf jeden Fall. Also wir haben natürlich nicht alle Stellplätze elektrifiziert, aber wir haben für einen sehr großen Anteil die Elektrifizierung vorgerüstet und haben auch 15% von vornherein damit ausgestattet. Wir haben gerade eben schon über die Siemensbahn gesprochen.
2029 soll, wenn alles klappt, es soweit sein. Genau, wir drücken mal die Daumen. Für uns im Bezirk ist das natürlich eine perfekte Verbindung, wenn man neue Quartiere plant, weil wir immer davon reden, es muss auch die Infrastruktur da sein. War das für Sie so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, hier ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, also ganz genau eintakten kann man es natürlich nie. Das heißt, wir haben uns jetzt erstmal damit beschäftigt, dass wir auch den ÖPNV abbilden über die BVG. Das heißt, wir reden dort auch über eine kürzere Taktung der Strecken, die jetzt hier schon langlaufen. Da sind wir in enger Abstimmung auch in Bezug auf die Insel Gartenfeld, die ja gegenüber liegt. Von daher sind wir hier schon sehr interessiert daran, dass der ÖPNV gut ausgestattet wird. Und wir unterstützen selbstverständlich auch die Verlängerung der Siemensbahn unbedingt. Sehr gut, da haben wir ein gemeinsames Großprojekt. Ja. Da müssen wir dran weiterarbeiten, dass wir 2029 nicht nur hier in den Halske-Sonngärten enden, sondern weiterbauen können nach Hakenfeld. Gartenfeld über Gartenfeld hinaus wahrscheinlich auch noch. Nach Hakenfelde, das wäre wirklich das Optimum, wofür wir gemeinsam dann beim Senat uns einsetzen. Ja. Frau Weiß, ich danke recht herzlich für die Zeit, dass Sie bei Spandau Bewegt hier mitgemacht haben. Sehr gerne. Ich freue mich dann auf die Einweihung hier. Das haben Sie mir in die Hand versprochen. Ja. Und wir sehen uns dann spätestens bei Spandau Bewegt drüben, wenn wir bei der Insel Gartenfeld loslegen. Sehr gerne. Danke. Danke.